Gäste aus nah und fern, verehrte Ehrengäste, liebe Freunde des Chorgesanges, liebe Förderer und Sponsoren unseres Chores, einfach ihr alle zusammen. Ein herzliches Grüß Gott. Bitte verzeiht mir, wenn ich angesichts der vielen anwesenden Ehrengäste und Gäste aus nah und fern nur zwei persönlich hervorhebe. Und da ganz besonders, es freut mich, dass unser oberster Sänger in Tirol hier ist. Ich begrüße den Landesobmann des Tiroler Sängerbundes, Manfred Duringer. Herzlich willkommen in Wels. Und stellvertretend für alle Rietzerinnen, Rietzer, Rietzer Vereine, Rietzer Organisationen, Sängerinnen, Sänger begrüße ich den Hausherrn Bürgermeister Ingenieur Gerhard Gruth mit Gruth mit Gattin. Danke. Es freut mich besonders, heute auch so viele ehemalige Mitgliederinnen und Mitglieder der Chorgemeinschaft, aber auch des Vorgängerchores, wir werden das heute noch hören, des Kirchenchores Rietz willkommen heißen zu können. Der Saal ist voll Sängerinnen und Sänger. Das kann man eigentlich singen eigentlich was. 25 Jahre Chorgemeinschaft Rietz. Angesichts des heute anwesenden Durchschnittsalters, nicht nur bei uns oben, aber ein gerade erwachsen gewordenes kleines Pflänzchen, mit einer aber schon sehr reichen, langen Geschichte und reichen Erfahrung. Wir werden heute diese Zeit sowohl musikalisch als auch visuell, es startet ja schon oben, an uns vorbeiziehen lassen und uns dabei an die vielen schönen und manchmal auch anstrengenden Stunden und Tage erinnern. Bei der Zusammenstellung dieser Rückschau wurde uns auch erst bewusst, was die Mitgliederinnen und Mitglieder des Chores in den letzten 25 Jahren geleistet und erlebt haben. 25 Jahre Chorgesang heißt ja auch ca. 1000 Proben. 1000 Mal hin, weg, danach. Und ca. 500 Auftritte, eine unglaubliche Zahl, was sich da angesammelt hat. Wenn ich da die Kolleginnen und Kollegen von manchen Männerchören anschaut, die da sind, 140 Jahre, 150 Jahre, da mag ich gar nicht rechnen anfangen. 25 Jahre ist das auch schon eine riesen, eine kläckliche Zahl und tolle Leistung. Und da habe ich die Zeit vor den Proben und nach den Proben und vor den Auftritten, nach den Auftritten gar nicht mitgerechnet. Das sind oft anstrengender wie die Auftritte. Ich danke heute allen bisherigen Vereinsleuten für ihre umsichtige und aufbauende Arbeit und bitte dies auch mit einem Applaus zu belohnen. Es sind fast alle hier. Ich begrüße Erna Gruth als gründende Obfrau und Hansel Kartlein, der immer noch auf der Bühne steht, und Burgi Gruth, die Anna Mörfler, die auch da oben sitzt oder steht natürlich jetzt. Die Annika Müller hat sich leider entschuldigen lassen, die ist einige hundert Kilometer von uns weg und kann leider nicht kommen. Auch was wunderschön ist, dass zwei bisherige Chorleiter hier sind, aber zwei leider kurzfristig verhindert. Robert Zimmerling hat einen Auftritt in Linz und die Caroline ist vor drei Tagen draufgekommen, dass sie Erntedank singen muss in Osttirol. Die sind alle nämlich auch gesanglich und musikalisch eingespannt. Leider sind sie nicht anwesend, aber herzlich willkommen den anwesenden bisherigen Chorleitern. Erwin und Hubert. Und dankenswerterweise hat auch unser Gründungschorleiter und seitdem Ehrenchorleiter Erwin Bartl und auch der ehemalige Chorleiter Hubert Meyer seine Mitwirkung auf der Bühne Ihre Mitwirkung zugesagt. Herzlich willkommen und bitte euch schon auf die Bühne zu kommen. Zum Ablauf des heutigen Abends. Es ist euch sicher schon aufgefallen, dass Getränke auf dem Tisch stehen. Das ist jetzt nicht so versteckt passiert. Wir haben kleine Glasdosen, also Einweggläser dort stehen, wo Danke draufsteht. Das sind heute unsere Kellnerinnen.
bitte also selbst bedienen und um einen fairen Umgang mit dieser gläsernen Bedienung, mit dieser gläsernen Kellnerin. Blickgelder werden natürlich auch gerne entgegengenommen und dienen einem sehr guten Zweck. Wir werden nun in der nächsten knappen Stunde das Werden der Chorgemeinschaft in Wort, Bild und Gesang Revue passieren lassen. Dazu darf ich nun unseren Gründungschorleiter Erwin Bartl das Wort. Ein herzliches Willkommen heute zur Jubiläumsfeier. Der Jubiläumsfeier der Chorgemeinschaft. Und danke, dass ich zu diesem Festabend sprechen darf. Wer vor 25 Jahren Chorgemeinschaft spricht, muss noch weitere 12 Jahre zurückdenken. 1982 war das Jahr der Geburtsstunde. Erst als Kirchenchor neu, denn der nach Rietz gekommene neue Pfarrer Alois Oldner wollte, wie auch immer, alte eingefahrene Muster nicht mehr. Er glaubte und hoffte, in mir jenen gefunden zu haben, der seinen Denken und Sinnen gerecht werden könnte. Schwierig für mich, da ich ja als Chorleiter des MGV Rietz, Männergesangsverein, mein Auslangen hatte. Doch Pfarrer Ordner schaffte es. Damals habe ich die Situation in ein paar Verse gefasst. Es war im März im Jahre 1982. Herr Pfarrer Ordner, unser Lois, so ziemlich fertig, nach gutem halben Jahr als Diener seines Herrn in Rietz den Dienst begonnen und dort selbst gelebt so gern, trat mit Bitten und auch mit etwas Klagen an mich heran und bat zu tragen. Eine neue Aufgabe, die, so sagt er wörtlich, du musst nehmen, um mir helfen, pfarrlich. Einen Chor für Kirchen meint zu bilden, weil sie keinen hätten, zum Teil noch da, doch galt es Wogen erst zu glätten. Und so geschah es kurz vor Ostern, es waren wenig, doch gerade genug für einen Anbeginn. Sie alle waren fest entschlossen zu tun, zu singen, er ob hin. Denn all den diesen brauche ich nicht zu sagen, wie schön es war, doch manchmal schwer, da gab es oft genug zu klagen. Des Chores Schiff trieb hin und her. Die Arbeit schritt nun schnell voran, man tut halt, ja, soweit man's kann. Wir lernten Stücke, messen Lieder, die kurzen und auch längere wieder. Bald hörten wir von Leuten sagen, der Chor ist gut, man kann nicht klagen. Wir merkten es, die Freude war da, bei uns, den Rietzern, zum Chor ein Jahr. Die Tage kamen und sie gingen, die ersten Messen jetzt erklingen, umrahmt von Liedern und Gesängen, der Wunsch, wir bleiben bei diesen Klängen. Soweit vor 12 Jahren. Und fast 10 Jahre gingen dann ins Land. Pfarrer Ordner verließ nach 10 Jahren wieder das Dorf. Er wanderte aus nach Paris und somit am 1.1.1982, nach 10 Jahren, legte ich auch meine Funktion als Chorleiter zurück, was die Auflösung des Chores zu folgen haben sollte. In der Generalversammlung wurde aber der Chor bis auf Weiteres ruhend gemeldet, in der Hoffnung, eine neue Leitung wäre zu finden oder meine Person würde doch nach einer gewährten Ruhepause oder Überlegungsphase den Rücktritt zurücknehmen.
Ich kann halt nur da hinunterschauen, da sind wirklich heute noch Personen da, die damals diesen Schritt mit mir, ja, ein bisschen demütig geteilt haben. Ich erinnere an die Ruckelpartie in Imst, Hochimst und im Gasthof, Gasthaus Hirschen in Imst, bei Panther, haben wir uns dann endgültig voneinander verabschiedet in die Ruhephase. Na, nach gut einem Jahr des Suchens, Probierens, wie auch immer man dies heute nennen will, war es noch vor Weihnachten 1993 so weit, dass ich mich für eine Wiederaufnahme, naja, weichprüfen ließ. Sagt man so ein bisschen im Jargon, gell? Aber unter der Bedingung, dass die alte Singgemeinschaft, wenn möglich, gesamt das Singen wieder aufnimmt. Und es geschah. Wir nähern uns also immer mehr jetzt diesem Jubiläum. Eine weitere Bedingung wurde sehr intensiv angedacht, dass der neue Chor einen neuen Namen bekommen müsse, nachdem ich mir als Wiederchorleiter Auftritte auch über den Kirchenraum hinaus vorstellte. Dem wurde entsprochen, wurde aber von einigen Mitgliedern des MGVRs nicht gerade wohlwollend aufgenommen. Aber es funktioniert, bedeutete aber auch für mich mehr Arbeit und Wellenberge wiederum zu glätten. Nach den Weihnachtsfeiertagen begann dann am 20. Jänner 1994 die ersten Proben. Man übte sich in Auftritten, natürlich erst im Dorf, 28 Sängerinnen und Sänger, 9 Sopran, 10 Alt, 3 Tenor, 6 Bässe. Und der Chorleiter bildeten den neuen Chor, der sich in Zukunft Chorgemeinschaft Rietz nennen soll. Die Gründungsversammlung erfolgte dann am Donnerstag, den 23. Juni 1994 im Hotel Blaue Flur in Rietz. Damit hochgerechnet feiert heuer also die Chorgemeinschaft Rietz als solche ihr 25-jähriges Jubiläum. Und wieder, ich blende noch einmal kurz zurück, zogen Jahre ab 1994 ins Land. Meine Arbeit mit dem Chor war von Fleiß, Erfolg, toller Kameradschaft ausgefüllt. Die Auftritte im Dorf vielfältig und die Öffnung nach außen waren Bestätigung, dass der Chor sehr gut von der Öffentlichkeit wahrgenommen wurde. Ich erinnere da an der Stelle kurz an Grenzingen, gemeinsam Auftritte mit dem MGV, Messen im Sanatorium Hochum, Passionssingen, die Familienwallfahrt im Oktober und ein Highlight, wenn man so schön englisch halt sagt, ein Höhepunkt, der große Abend in der Antoniuskirche zur Neueröffnung mit Bischof Reinhold Stecher, die Missa im B von Vieringer mit kleinem Orchester. Der Bischof meinte zum Schluss, ich habe mich gefühlt wie im Dom. Das war für uns natürlich ein großes Kompliment, aber es gibt heute auch noch die Aufzeichnung von dieser Messe und ist natürlich im Dorf absolut so gut angekommen. Und für uns wieder eine große Bestätigung. Und zum Weitermachen. Denn die Zahl der Mitglieder war auf sage und schreibe auf 42 angewachsen. Und verlangte sicherlich viel Organisationsgeschick, viel Geschick von der agierenden Obfrau Erna Krug. Danke, Erna. Und in weiterer Folge dann vom Nachfolger Hans-Jörg Katrin. Danke, Hans-Jörg. Seit der Gründung der Chorgemeinschaft 1994, gleichzeitig hatte ich die Chorleitung des MGV, dann von Werker zurückgelegt, nach über 29 Jahren Chorleiter. Ja, ist halt passiert, so macht man es. Ich war vielleicht sicher auch ein bisschen angeschlagen oder amtsmüde, was weiß immer. Da vergingen 4 Arbeitsjahre. Also habe ich diesen Chor noch einmal für 4 Jahre übernommen. Gern natürlich.
1998 stand mein Entschluss doch endgültig fest, die Chorleitung endgültig in andere Hände zu legen. Die damals erfolgte Ernennung zum Ehrenchorleiter der Chorgemeinschaft war für mich eine außerordentliche Ehre und macht mich stolz, dieser Gemeinschaft im ideellen Sinne anzugehören. An dieser Stelle schicke ich einen mit großem Dank verbundenen Gruß an all die Sängerinnen und Sänger von damals und an die, die noch heute im Jubelchor ihre Stimme erheben. Einige sitzen heute hier im Saal und verstärken für mich und für uns alle Erinnerungen an eine gute, gemeinsame, schöne Zeit. Nicht zu vergessen aber jene lieben Menschen, die der Tod uns genommen hat. Hubert, Kurt, Peter, Pferdl, Wendel, Christine, Billy, Florian. Und nicht zu vergessen, Bruder, Freund, Pfarrer, Pater Clemens. Ein Jahr später wurde ich von eben dieser Chorgemeinschaft, weil mein Nachfolger Robert Zimmerling den Chor nach einem halben Jahr wieder verließ, zurückgerufen und machte noch weitere 4 Jahre weiter, um dann endgültig 2003 die Leitung an Hubert Meyer, der als Sänger bereits den Chor kennengelernt hatte, zu übergeben. Ich war froh, auch etwas Amtsmühle, einen Nachfolger gefunden zu haben. 2 Jahre arbeitete Hubert fleißig. Er ist für mich wirklich ins kalte Wasser geworfen worden. Aber er hat wirklich fleißig und gut gearbeitet. Ab 2005 war es dann soweit, dass Caroline Davanik, nachdem Hubert die Funktion zurückgelegt hat, dass sie den Chor übernahm. Sie kannte den Chor auch schon von Zuhören her und sie diente diesem Chor auch 4 Jahre. Und seit 2009 ist dann Josef Kranewitter, Peppi Kranewitter, so kann man, Chorleiter und in Folge auch Obmann dieses Jubelchors. Also Grund für uns, 2019, also Grund für uns alle, dir, lieber Peppi, zu deinen runden, sprich 10-Jährigen zu gratulieren, Dank zu sagen und alles Gute für weitere Jahre in dieser unserer Chorgemeinschaft zu wünschen. Was könnte ich noch erzählen über wunderbare Stunden, eifriges Üben in den vielen Proben, wie wir es alle kennen von Vereinsleben her. Den oft unter Spannung stehenden Auftritten, wir sangen ja quer durch die Chorliteratur und das meistens ohne Instrumentalbegleitung, also a cappella. Hin und wieder halfen uns Freunde durch Begleitung auf der Orgel, Thomas, Christian, Hermann. Die damals bestehende Rierzer-Stubenmusik war eine große Stütze im Advent, bei der Passion, allgemein bei Messen, mit volkstümlichem Charakter. Auch für Rierz damals ungewöhnlich, aber wohlwollend aufgenommen. Gitarre, Hackbrett, Zither, Bassgeige und so weiter. Liederabende begleitet weiters mit Ziehharmonika und der Steirischen. Der Chor wurde dem Motto gerecht, Cantare et sonare, klingen muss es, singen dann. Modern wollte der Chor auch sein. Modern, sagt man so hin. Und er betrat den Bereich der Gospels und Spirituals mit Christian an Bord, am Keyboard, das genauer was drückt natürlich. Was wiederum junge Leute animierte, den Chor gerade zu ihrer Hochzeit zu holen. Über jetzt hinaus, wir sind recht weit unterwegs gewesen. Nicht immer leicht für beide Seiten, da der Chor durch die erwähnt hohe Mitgliederzahl erst einmal angenommen und dann auch bewegt werden musste. Man fuhr in Fahrgemeinschaften.
Peppi Kannewild, der hat in der Chronik wohl lange gestöbert und hat mir gestern noch 2 Zettel überreicht. Darauf stehen ganz wichtige Höhepunkte aus der Schaffensperiode des Chores. Zu erinnern, nicht so chronologisch hingesagt, eben zu besonderer Erinnerung, Auftritte, Geselliges. Wir geehrten hier in der Tanne das erste Passionssingen. Ich erinnere an die Errichtung des Antoniussteiges, an die Fleischkassemmeln zur Stärkung. Da waren wir wirklich gut versorgt. Ja, Ausflüge, welcher Chor macht keine, aber ich darf aber aufzählen zur Erinnerung an den Praxer Wildsee nach Madonna della Corona und der Event für uns selber in der Arena in Verona. Rotenburg ob der Tauber, der kreative Herbst in Rietz, die Einhörung der Familienwallfahrt. Ich denke immer noch an Pater Clemens, wie er voll geschwitzt auerkommen ist in die Antoniuskirche. Diese Familienwallfahrt hat er geliebt. Und wir treffen uns dann in der Schule, in der Aula. Ja, das waren dann schöne, lange Sitzungen. Ausflug in die Kaiserklamm, die Grillabende am Inn. Aber auch gemeinsames Singen in Rietz mit der Musikkapelle und dem Männerchor. Bei Cecilia. Ja, und last but least, 6.2.2003, meine letzte Probe. In der Hoffnung, euch über doch bewegte und bewegende Jahre mit eingeschlossen, auch etwas verwirrt zu haben, wegen des Auf und Ab, wie es halt so in einer Vereinsgemeinschaft wohl gehört und zugeht, da meine ich Schluss mit Hymnus, aber Lob dem heute jubilierenden Chor, den Sängerinnen und Sängern, Dank und Anerkennung euch allen. Weitermachen, Erfolg haben und auf die so hochgelobte Kameradschaft nicht vergessen. Auf weitere viele Jahre und danke. Ungewöhnlich jetzt für mich, jetzt muss ich mir selber ansagen. Aber zurück zum Jubiläumschor. Es ist mir eine große Ehre, heute mit euch gemeinsam als Ehrenchorleiter das Lied von Hubert von Geusern weit, weit weg vorzutragen. Und das gemeinsam mit meinem damaligen Nachfolger Hubert Meyer. Heute an der Zierch. Damals Hubert von Geuser, heute Hubert von Rietz. Thank you.
Vielen Dank, dass Mittwoch, Erwin, nochmal für deine wirklich aufrüttelnden und berührenden Worte, die du die Jahre, die du noch gefasst hast, ein kleines Erinnerungsdanke. Das kannst du auch mit annehmen. Also auch Frauen, glaube ich, sind dankbar, weil sie den Kreide Anfangsjahre auch immer vermissen haben, so wie es heute ist. Danke, vielen, vielen Dank für euren Kampf. Zur Feier des heutigen Tages, die Europahymne, Freude, schöner Lutherfunke, was kann man eigentlich jetzt schöner zusammen werden, auf das auch von Beethoven, Wolfgang Beethoven, Friedrich Schiller und unsere Interpretation. Stellvertreter, Bezirksobmann des Tiroler Sängerbundes, Alter Herrmann, zu uns aufzukommen und der jetzt die weitere Zeit der Chorgemeinschaft begleitet. Gratulation dem Jubelchor zum silbernen 25 Jahre lang Singen zur eigenen Freude, zur Freude vieler Menschen. Das ist wirklich eine Feier wert und wir sehen, es ist auch ein würdiger Rahmen. Ich kann herzlich dazu gratulieren. Ich habe nur die ehrenvolle Aufgabe, ein bisschen was für die Caroline zu erzählen und natürlich auch über die Zeit, wo sie Chorleiterin war. Viele hierherinnen kennen Sie, Caroline Dabernik, eine richtige Osttiroler Gitsch, sehr musikalisch, super Sängerin, super Jodlerin. Sie macht alle Jahr drei oder viermal das Jodeln am Berg, wo allem wieder sehr gut angenommen wird. Hat vor vielen, vielen Jahren im Pitztalring gewohnt, gelebt, ihre Familie gegründet und auch den Tiefflehner Singkreis, den es heute noch gibt. Da war sie lange Chorleiterin, ist dann nach Rims gezogen und irgendwie sind die Rierzahlen auf sie aufmerksam geworden. Und sie hat dann am 1. Februar 2005
die Chorgemeinschaft Reetz als Chorleiterin übernommen. In ihrer Zeit war sehr viel los, schon für damals sowieso. Es stehen sehr, sehr viele Sachen. Ich habe ein paar einfach ausgegriffen. Daraus haben wir einen Ausflug gemacht, 2005, im gleichen Jahr noch, dass ich Caroline und Peter Amichütte kennenlernt. Dann war Weihnachtsfeier in Reetz für die Pensionisten. Dann war ein ganz interessantes Projekt, 2006 im Mai, das hat also Englisch geheißen, Verliebt im Mai. Und da hat einer eine Liebe gefunden, die heute noch Früchte trägt. Und das ist der heutige Chorleiter. Er ist damals zum ersten Mal zu dem Projekt hingegangen, wie viele andere auch, aus dem ganzen Dorf. Das war so ein offenes Singen, organisiert von der Chorgemeinschaft Reetz, auch um neue Mitglieder zu werben, was auch gelungen ist, unter anderem eben den heutigen Chorleiter Peppi Kranewitter. Dann Mitwirkung beim Reetzer Vereinstag, Wirtschaftsschau und so weiter, Familienwallfahrt 2006, die öfters veranstaltet wurde, ich glaube alle zwei Jahre, so wie ich es in Erinnerung habe, Singen im Hotel Schwarz zu Weihnachten, ein Mariensingen oben im Antonius, eine Messe in Kaltenbrunnring bei der Mutter Gottes und dann ein Stimmbildungstag, um sich weiter und fortzubilden. Unser Nachbarband, der Roller Sängerbund, bietet ja wirklich viele Möglichkeiten und die werden auch sehr gut angenommen, das muss ich bei der Gelegenheit auch sagen. Boah, sind immer wieder dabei von der Chorgemeinschaft Reetz, einmal der eine, einmal die andere, wie man halt Zeit hat. Das wird sehr gut angenommen. Das war damals Stimmbildungstag mit der damaligen Chorleiterin vom Pitztal-Chor, von der Stefanie Heidreich und von Viktor Schellhorn, damaliger Landeschorleiter. Dann hat es einmal eine pfeffrige Stunde gegeben im Gemeindesaal. Dann wurde auch die Hochzeitsmesse von unserem Bürgermeister musikalisch umrahmt mit beiden Chören. Eröffnung und Segen an der Werkstätte von Elmar Kratzner, Chorausflug ins Quirtei, Familienwallfahrt 2008 dann wieder, ein Adventsingen vom Männergesangsverein, bei dem die Chorgemeinschaft jedes Jahr sich immer wieder bereit erklärt, dabei zu sein und mitzuwirken. Und den Frühschoppen 2009 beim Dorfwirt, den habe ich selber noch in super Erinnerung, ich habe eine sehr super Idee gefunden, da hat man gesehen, was für eine Vielfalt in dem Chor steckt, nicht nur gesanglich, sondern auch musikalisch. Da ist Steirisch gespielt worden, Zierhörl gespielt worden, Gitarre gespielt worden, gesungen worden, klarerweise, Hackbrett, Harfe, also war alles vertreten. Damals haben wir wirklich einen Eindruck gekriegt, was da für ein musikalisches Potenzial in dem Chor steckt, was natürlich heute noch der Fall ist. Der Herz-Jesus-Sonntag, das Gottesdienst, war noch leider der letzte Einsatz als chorische Leiterin von der Caroline Davanik. Und danach hat dann eben Peppi netterweise diesen Chor als Chorleiter übernommen. Und das erste Liedl, was die Caroline mit der Chorgemeinschaft Reetz einstudiert und aufgeführt hat, ist der Chorsen Gernhof wird gut. Und das hören wir jetzt. Sehen mir
Wasser im See. Mit uns kann alles gut werden. Oh, dieser Weg auf der See. Ich weiß, dass ich mit dir drüber bin. Mit am See. Dieser Weg. Ein Profi an der Gitarre, der immer wieder bereitsteht und uns zur Seite ist, wenn man braucht für diese Rhythmen. Gerade im vergangenen Jahr war es ja sehr ausgeprägt. Wir haben da auch dieses Lied im Tonstudio Letzter Bahnhof unter Linzer Manfred aufgenommen. Und jeder, der Aufnahmen gemacht hat, weiß, was das Vorarbeiten bedeutet. Da war der Klaus immer treu zur Seite und eine wichtige Stütze in der Harmonie. Vielen Dank, Klaus. Applaus. 25 Jahre Chorgemeinschaft und noch immer einige Sängerinnen und Sänger beim Chor. Gründungsmitglieder beim aktiv beim Chor ist ja nicht selbstverständlich. Und ich bitte diese 6 Sängerinnen und Sänger dann einfach jetzt in die erste Reihe zu treten, damit man sie auch sieht, den Jumpli. Waltraud Draxler, Karin Bonfanti, Anna-Maria Hanser-Kattrein und Margit und Hubert Seiwald.
Von allen Sängerinnen und Sängern sage ich euch vielen, vielen Dank, dass ihr gemeinsam dort zumal mit Erwin den Chor aus der Taufe gehoben habt und durch 25 Jahre dem Verein treu geblieben seid. Der Sonderapplaus ganz zum Schluss gilt nochmals dann für euch. Ein kleines Erinnerungs- und Dankeszeichen möchten wir euch für euch eine Gastafel von einer Rätsel Künstlerin, von der Anna Brandl, das ist eine Unikate, mit einem kleinen Erinnerungsaufdruck oder Aufschrift überreichen. Sie soll euch immer an diese 25 Jahre erinnern. Vielen, vielen Dank. Gratulation an die 25-Jährigen, die den Chor gegründet haben. Wirklich absolut wertvolle Leistung. So, über den jetzigen Chorleiter und über seine Zeit, immerhin 10 Jahre jetzt, noch nicht so viel gehört, aber das werden wir jetzt noch holen. Der Peppi hat den Chor im Juni 2009 übernommen, wie wir schon gehört haben, von seiner Vorgängerin, von der Caroline Tabernik. Adventfenstergestaltung, Grillfeier, Dürkelen, ganz besonders Familiensonntag, alle 2 Jahre im Oktober, die Verabschiedung, leider Gottes, von unserem langjährigen Pfarrer, Pater Clemens Neurauter, Muttertagskonzert im Gemeindesaal, sehr unterhaltsam und mit viel, viel Abwechslung musikalisch, wie es drüben beim Frühschoppen schon gewesen ist, ungefähr nicht mehr sowas. Dann was ganz Besonderes, aber für meine Begriffe, Passionsspiele Tiersee und Erl, die sind bekannt. Heuer war Erl an der Reihe. Damals im Jahr 2009 waren sie Tiersee und hat die Chorgemeinschaft Triertz mit einem Klarinettenquintett die Messe gestaltet. Es gibt auch die Möglichkeit, immer sonntags um 10 Uhr vor den Passionsspielen ist eine Messe und die kann von Chören wunschgemäß gestaltet werden und dafür wurde die Chorgemeinschaft Triertz unter anderem auserkoren, eine absolute Auszeichnung. Zwischendurch sind aber Platz für sich in der Altstadt unten, auch vom Tiroler Sängerbund. Übrigens am 26. Oktober haben wir wieder unseren Chortag des Tiroler Sängerbundes. War wieder auf dem Platz und Zungenwald in der Altstadt ein wunderschönes Ambiente. Viel morgen da im Freien singen, das konnte ich gut dir.
Aber ich sage euch, geht hin mal, schaut euch das an, hockt euch das an. Das da drinnen zwischen die Gebäude, es klingt einfach wunderbar. Und da hat auch die Vorgemeinschaft teilgenommen damals, 2013. Dann das Vorprojekt Riert singt, das der Peppi auch ins Leben gerufen hat, oben in der Volksschule war das. Da sind Leute eingeladen, die gern singen, aber nicht unbedingt das ganze Jahr beim Chor gebunden sein wollen. Sind da sehr gut angenommen worden, das haben sie gemacht. Dann einen Ausflug nach Sachsen-Anhalt, da Peppi hat es heute schon gesagt, die Annika Müller, zeitlang Obfrau der Chorgemeinschaft Riert, kommt aus Sachsen-Anhalt. Und da sind sie auch gefahren, mal schauen, wo die Obfrau daheim ist, wo die herkommt. Sie ist leider Gottes wieder zurückgezogen, hat familiäre Gründe gehabt, mit Mutter und so weiter, Mutterpflegen. 2013 Sachsen-Anhalt, der Ausflug. Dann war Singen schenken, auch eine neue Idee in der Kreuzkirche 2014. Es läuft so ab, dass da Lieder aufgelegt werden, ein Heftel mit Lieder, wo die ganze Kreuzkirche und die Leute, die dort sein wollen, mitsingen können. In der Vorweihnachtszeit, Adventzeit, eine wunderschöne Sache. Weihnachtskonzert mit Innsbruck und Böhmischen, Brunnen singen in Riert, es war viel oben, aber es war ausholen wollen wir nicht. Chorausflug nach Bregenz, die Bregenzer Festspiele, nur am Gut. Dann das internationale Chortreffen mit einem dänischen Chor, es waren die gestrandeten Wale, ein super Abend, viele werden sich noch erinnern daran, da waren wirklich viele Studioaufnehmer, da hat der Peppe schon gesagt, dass das gar nicht so ohne ist, aber mit guten Beziehungen hat man auch gute Musiker bei Hand, wie eben den Breiter Klaus und später auch noch den Rudi Ostermann, der heute auch noch auf der Bühne gehabt, so viele gesehen habe. Ist schon da. Und ich sage was. Und mit hinteren Augen sieht ihr das durch. Ich sehe vorne schon die Kurve mit dem hinteren Augen, bevor es noch nichts sind. Schöne Aufnahme dann bei jener Advent, Brunnen singen und so weiter. Da haben wir was Besonderes noch, wirklich was Besonderes. Eigentlich das erste Mal, ich bin jetzt 34 Jahre in Riert und das war das erste Mal so, eine gemeinsame Zizilienmesse mit Musikkapelle Riert, Männergesangsverein, Chorgemeinschaft und Vocals Delight. Ich habe leider aus gesundheitlichen Gründen nicht daran teilnehmen können, ist aber trotzdem sehr gut gekommen und das war eine super Idee, die wir gerne wieder mal aufgreifen können. Und dann hätten wir als heute quasi musikalischen Abschluss noch die Festmesse mit Streicher in der Antoniuskirche im Mai. Das wäre so im Groben, das für die 10 Jahre von Peppi. Es waren noch viel mehr drinnen, aber wie gesagt, ich habe das Wichtigste haben wir gefunden. Es geht wieder weiter mit Musik. Ich habe 5-6 Leute sind da, die mich kennen, und die haben mich gefragt, haben wir einen Witz, erzählt halt auch. Ich sage, beim besten Willen für Witz ist heute wirklich kein passender Rahmen. Das ist so ein festliches Fest, so ein festlicher Abend, dass da kein Witz hinpasst. Aber ein Gedicht zum Herbst halt ich noch. Einmal zu kurz. Verblüht sind Dalien und Dienster. Am Abend wird es früher finster. Die Rechnung steigt für Gas und Licht. Der Tag nimmt ab. Ich leider nicht. So, ich darf jetzt den nächsten Lieder ansagen, eben unter Mitwirkung von Uli Ostermann, aber nicht nur, wir haben auch noch Stimmen dabei, die da mitsingen, das sind die Daniela Seiwald, die Manuela Kranewitter, die Alex Schorat, ja, und die Dirigent hier, der das schon 10 Jahre macht, der Baby Kranewitter, und die Titel, ich hoffe, der Maul ist aus, Englisch ist für Pizza aber ziemlich schwierig. Es ist wie Fulton mehr leichter. Can you feel the love tonight? Der Weg zu dir, Jamaika, farewell und die Rose. Ich wünsche einen schönen Abend. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal.
It is where we are.
Thank you.
Alles hat ein Ende auf unserem Jubiläumskonzert. Und es geht zum Abschied. Es ist ja nur erst Halbzeit, gell? Ich darf mich daran erinnern, es geht ja noch weiter. Zum Abschluss von diesem Konzert ist es mir aber ein besonderes Bedürfnis. Ich habe schon kurz erwähnt, wir haben nicht nur Gründungsmitglieder da drin, sondern natürlich auch einige Mitglieder bisher auch verloren durch Todesfälle. Das wäre Peter Bonfanti, Ferdl Fritz, Willi Lang, wo wir fein und für uns sehr gut die Messe gestaltet haben in Berlin, oder die Begräbnisfeierlichkeit gestaltet haben, die Christine Ruppert und gar nicht allzu lang her, unserem Florian Bär, Flor. Dort möge ich Ihnen vergelten, was Sie im Chor geleistet haben, was Sie in einem Chor aufgebaut haben. Das Lied, das erste Lied, also auch vom Text her, Can You Feel the Love Tonight, soll Ihnen gewidmet sein. Dann ein abschließender Dankesreigen. Ich danke meinen Chorleiterkollegen für ihren wunderschönen Beitrag. Danke den Moderatoren, den Erwin und den Hermann, für den professionellen Vortrag mit sehr viel Wissenswertes und Interessantes. Danke an alle Mitwirkenden. Rudi, Klaus, Daniela, Manuela, Alexandra, vielen, vielen Dank, dass du da bist. Wie gesagt, so eine Veranstaltung heißt, wir brauchen da immer wieder Unterstützung und Hilfe. Und die haben wir auch kräftig gekriegt. Ich danke allen diesen Sponsoren, sehr vielen Rietzer Firmen, der Gemeinde jetzt, der immer zur Seite ist, wenn man irgendwo was braucht, dem Tiroler Sängerbund, der auch weiß, wo Gelder sinnvoll eingesetzt sein. Das sind einen jetzt da zur Zukunft der Chorgemeinschaft jetzt. Manchmal, das kann ich auch versichern. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Und vor allem unseren Rietzer Firmen, da kommen ja alle Jahre ein paar Leute zu den Firmen hin und beten und fragen um Unterstützung und die haben immer ein sehr offenes und weites Herz. Und auch danke, wenn Vertreter da sind von diesen Unternehmungen, an euch direkt und sind schlichtet aus und geht sie hineinkaufen. Ja, das ist eine wichtige Geschichte, das wird man auch wieder hinkommen. Danke der Technik, wir haben ja professionelle Technik da hinten, da fahren durch. Eingefahren von Martin Bonfanti durch den zweiten Teil im Konzert und unserem professionellen Sepp, der ganz im Dunkeln gehockt und da die Fäden zieht und die Trocknen halten lässt. Also, und allen Helferinnen und Helfern, die vorne außen und da drinnen sind. Danke dem Quantlieber, dass ich den Mut gehabt habe, mit uns das gemeinsam zu machen. Im ersten Blick war es so alt, der alten Lehrer da mit den jungen Leuten zusammen. Aber ich glaube, dass das ein Zeichen in der Zukunft ist. Wir haben die 25 Jahre gehabt, sie haben zwar auch schon 10 Jahre hinter ihnen, aber das ist trotzdem die Zukunft und die soll man eigentlich schon irgendwo in einen Einklang bringen. Nicht nur immer haben, sondern miteinander. Das ist ein gelungen. Ich glaube, das ist auch nochmal ein besonderer Applaus wert für die Schneid. Auf eine 20-minütige Pause. Es gibt Verpflegung. Wir werden auch schauen, was auf den Tischen nachgefüllt wird, wo es laut war. Verpflegung außen. Da gibt es einen kleinen Umbau. Und bitte lasst es das Klangfieber, Martin, Manuela, Alexandra, die im Stift, die brauchen dann wieder eine tatkräftige Unterstützung für ihren zweiten Teil, für ihre CD-Präsentation. Wunderschöne, nette Lieder. Vielen, vielen Dank.
einer der ältesten Erzsänger sitzen und einer der langsgedienten, längsgedienten Chörsängerinnen, Kirchenchor, Chorgemeinschaft in Zerhilde. Wir sprechen hier. Dankeschön, bitte.